Kiffen wird ab dem 1.4. legal und wir hatten über die Grundlagen hier schon berichtet. Aber trotzdem stellen sich doch hier noch einige Fragen. Ich habe mir die wichtigsten und häufigsten davon rausgepickt, die wir uns zusammen mal anschauen. Also teil das Video mit deinen Freunden und Bekannten, damit sie informiert sind. Und wir wollen hier keine Watchtime schinden, sondern fangen mit Frage 1 an. Darf man jetzt Cannabis eigentlich über die Grenze bringen und dann in Deutschland konsumieren? Und da lautet die Antwort nach wie vor, nö. Das ist verboten. Warum? Weil es im Gesetz steht. Es ist weiterhin verboten, Cannabis einzuführen, also über die Grenze zu bringen. Und wer gegen dieses Verbot verstößt, der macht sich strafbar. Man kann dafür eine Geldstrafe bekommen oder sogar bis zu 3 Jahren in den Knast gehen. Okay, das führt uns aber direkt zur zweiten Frage. Wenn ich es dann selbst anbaue, woher bekomme ich dafür eigentlich die Samen? Das Cannabis-Gesetz selbst regelt das zunächst einmal für die Cannabis-Clubs. Diese dürfen Samen an Mitglieder, Nichtmitglieder, aber auch an andere Clubs abgeben. An die ersten beiden Gruppen dürfen jedoch nur 7 Samen pro Monat abgegeben werden. Diese Clubs wird es aber leider erst ab Juli geben. Daher stellt sich die Frage, wie man schon vor Juli an die Samen kommen kann. Und da ist das Gesetz doch ziemlich dünn. Ausdrücklich geregelt ist der Kauf im EU-Ausland, also in allen EU-Ländern außer Deutschland. Du kannst daher dort Samen bestellen und die auch liefern lassen. Was den Erwerb von Samen in Deutschland jedoch angeht, äußert sich das Gesetz nicht so richtig. Ein ausdrückliches Verbot, Samen in Deutschland zu kaufen, steht jedoch auch nicht drin. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, auch ich bin da noch etwas überfragt. Auch der Branchenverband Cannabiswirtschaft hatte den Entwurf der Bundesregierung an dieser Stelle schon kritisiert. Also beobachtet da lieber erstmal die Sachlage, bevor es da was Eindeutigeres gibt. Hast du aber vielleicht schon genauere Infos zu dem Punkt und kannst was beitragen? Dann hau es in die Kommentare, vielleicht kann ich dir anpinnen. Frage 3. Und jetzt wird es vor allen Dingen wichtig für alle Menschen in Wohngemeinschaften und Co., also informiert die. Das Gesetz regelt ja, dass man bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen darf und 50 Gramm Cannabis zu Hause. Zudem darf man ja zu Hause 3 lebende Cannabispflanzen besitzen. Aber gilt das jetzt pro Person oder pro Wohnung? Und die Antwort ist hier mal klarer. Das Gesetz spricht hier von Personen und nicht von Haushalten. Heißt für euch, jeder, der über 18 ist, darf diese 50 Gramm besitzen. Und auch 3 lebendige Pflanzen. Frage Nummer 4. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ich Kinder im Haushalt habe? Darf ich dann auch die Pflanzen züchten? Und die Antwort lautet ja, aber du musst beides, sowohl das Cannabis als auch die Pflanzen, durch geeignete Maßnahmen vor den Kindern sichern. Zum Beispiel in abschließbaren Schränken lagern oder in abschließbaren Räumen, wo nur du den Schlüssel hast. Beachte aber hierbei vor allen Dingen noch das bereits angesprochene Konsumverbot in unmittelbarer Gegenwart von unter 18-Jährigen. Punkt Nummer 5, und das ist eher so ein bisschen witzig, dürfte man auch vor dem bayerischen Innenministerium rauchen. Und ja, so ein paar Anspielungen zu Söder gab es, der vielleicht nicht der größte Freund der Legalisierung war, aber um es einigermaßen vernünftig zu beantworten, wahrscheinlich ja. Wenn nicht gerade eine Schule oder so in der Nähe ist, siehe Schutzzonenparagraf, oder aber das Ganze in der Fußgängerzone ist zu einer bestimmten Uhrzeit. Kommen wir zur 6. Frage. Ab dem 1.4. darf man ja maximal 50 Gramm zu Hause besitzen. Wie ist das aber, wenn ich meine 3 Pflanzen ernte und dann plötzlich mehr als 50 Gramm dabei rauskommen? Was ja bei 3 Pflanzen und einem guten Gärtnerhändchen durchaus möglich ist. Begeht man dann automatisch eine Straftat? Und ja, hier ist das Gesetz ziemlich eindeutig. Wenn du zu Hause mehr als 50 bis 60 Gramm besitzt, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, aber noch keine Straftat. Im Worst Case muss man dann bis zu 30.000 Euro zahlen, aber mal ehrlich, dazu wird es in aller Regel nicht kommen. Die Strafen werden wahrscheinlich deutlich geringer liegen. Hast du zu Hause hingegen mehr als 60 Gramm, dann wird es kritisch. Denn dann könntest du eine Straftat begangen haben, wenn du natürlich vorsätzlich rechtswidrig schuldhaft gehandelt hast. Also sei da bitte sehr vorsichtig. Das Ganze gilt übrigens auch, wenn du mehr als 3 Pflanzen besitzt. Und ja, so ein kleiner Babygroot, der müsste dann im Zweifel auch gekillt werden. Und das ganz egal, wie süß er ist. Ansonsten kannst du auch hier eine Geldstrafe bekommen oder bis zu 3 Jahre in den Knast gehen. Das Ganze ist also rechtlich ziemlich klar geregelt. Ob das aber natürlich praktikabel ist, ist eine andere Frage.
denn ich persönlich stelle es mir schwierig vor, exakt auf das Gramm die richtige Menge zu ernten. Stehst du jetzt also bei jeder Ernte mit einem Fuß im Knast? Naja, das vielleicht nicht, denn wenn du mal aus Versehen zu viel erntest, dann kannst du das Ganze ja schnell einer Vernichtung zuführen. Und dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass ein Verfahren gegen dich eröffnet wird. Kommen wir zur siebten Frage. Darf man eigentlich ab April bekifft bei der Arbeit sein oder dort konsumieren? Und gibt es da vielleicht irgendwelche Sonderregelungen für Berufe? Das Cannabis verbietet zwar explizit nicht das Kiffen auf der Arbeit und sagt auch nichts dazu, ob man mit einem THC-Gehalt im Blut zur Arbeit kommen darf, aber das heißt ja erstmal nichts. Denn hier gilt Folgendes. Nur weil es nicht im Cannabis-Gesetz steht, heißt das nicht, dass man das automatisch auf der Arbeit machen darf. Denn das gilt beim Rauchen oder Alkoholtrinken auf der Arbeit ja genauso. Generell muss man ja auf der Arbeit in einem Zustand sein, wo man die Arbeit auch verrichten kann. In der Regel muss man die Arbeit also mit einem klaren Kopf erledigen können. Wenn du also beispielsweise freitagsabends von der Arbeit nach Hause gehst und dann am Wochenende ordentlich konsumierst, steht dem nichts entgegen, wenn du dann am Montag fit auf der Arbeit erscheinst. Grundsätzlich natürlich. Den Konsum von Cannabis am Arbeitsplatz kann der Arbeitgeber aber natürlich regeln und auch verbieten. So gibt es ja auch die Regelung zum Rauchen oder zum Alkoholkonsum. Und das alles gilt auch für besondere Berufsgruppen wie etwa Beamte. Und klar, bei einigen Berufen wird es natürlich noch besonders starke Regelungen geben. Denk da zum Beispiel an Piloten, Soldaten, Busfahrer, allgemein Leute, ja, die so einer gefahrgeneigten Tätigkeit nachgehen oder besonders viel Verantwortung für Menschenleben haben. Hier müsste man aber in Zukunft dann sehr individuell darauf achten, was der Dienstherr oder Arbeitgeber da vorschreibt. Achtens, darf ich auf der Terrasse oder meinem Balkon rauchen, wenn beispielsweise eine Schule in der Nähe ist? Nun ja, in Sichtweite von Schulen oder anderen Schutzzonen ist das Konsumieren ja verboten. Aber was ist denn jetzt, wenn man tatsächlich mal nah an so einer Schule wohnt? Darf man dann auf seinem Balkon oder auf seiner Terrasse überhaupt nicht rauchen und hat dann komplett die Arschkarte? Und da würde ich sagen, nein. Denn zunächst regelt das Gesetz, dass das Rauchen in Sichtweite dieser Plätze nicht erlaubt ist. Und diese Sichtweite soll ja maximal 100 Meter betragen. Wenn man nun aber nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes geht, der irgendwie die Schüler nicht dazu animieren soll, das vielleicht auch zu machen, oder dass die das Ganze die ganze Zeit riechen oder sehen, wie das einer macht, dann dürfte man ja, wenn man beispielsweise 30 Meter oder 50 Meter weit weg ist und das im Innenhof, also nicht zur Straße gerichtet, auf seinem Balkon macht, wo man die Schule nicht sieht, ja eigentlich ausüben dürfen. Denn dann kann man nichts sehen und höchstwahrscheinlich auch nichts riechen. Aber es gibt noch ein viel stärkeres Argument dafür. Denn das Gesetz spricht ja hier im Wortlaut vom öffentlichen Konsum. Aber wer auf seiner Terrasse sitzt oder auf seinem Balkon, wo ja häufig auch ein Sichtschutz davor ist oder man nur eingeschränkt einsehen kann, der befindet sich ja gerade nicht im öffentlichen Raum, sondern der Balkon oder die Terrasse ist wesentlicher Teil des Hauses oder der Wohnung und damit Privatraum. Und daher dürfte man meines Erachtens auch auf seinem Balkon konsumieren, wenn man in Sichtweite der Schule ist. Auch hier aber Vorsorge ist besser als Nachsorge. Beobachten, gucken, aber für die Sichtweise gerade spricht doch schon sehr viel für. Neuntens, woher wissen Behörden eigentlich, woher ich mein Gras beziehe? Und die Antwort ist leicht. Das wissen die nicht. Denn wenn du es ihnen nicht erzählst oder die das irgendwie anders herausfinden, dann haben sie keine Kenntnis darüber. Du kannst also die erlaubte Menge bei dir haben oder auch zu Hause und erstmal hat es niemanden anzugehen, woher das kommt. Du dürftest es aber natürlich nicht aus einer illegalen Quelle haben. Wenn es aber gar keine Anhaltspunkte gibt, dass da irgendwas Verbotenes passiert ist, dann hat auch niemanden die Quelle zu interessieren. Kommen wir dann zur Frage, die wahrscheinlich die meisten von euch interessiert und interessiert hat. Und ich weiß, das ist ein bisschen gemein, dass das am Ende kommt. Aber einerseits könnt ihr jederzeit vorspulen und ich versuche mich in jedem Video möglichst prägnant zu fassen. Also, wie sieht es aus mit dem Autofahren und welche Grenzwerte gelten jetzt? Und darf man ab dem 1.4. nun tatsächlich bekifft fahren? Und da haben wir nun diese Woche erste Anhaltspunkte bekommen. Denn eine extra dafür eingesetzte Expertenkommission hat einen Grenzwert von 3,5 Nanogramm festgelegt. Denn beim Erreichen dieses Wertes sei davon auszugehen, dass man ein Kfz im Straßenverkehr nicht mehr sicher führen könne. Die 3,5 Nanogramm entsprechen übrigens laut den Experten im Äquivalent zu Alkohol ungefähr 0,2 Promille. Ist also ein recht strikter Wert. Und es könnten noch strengere Regeln dazukommen. Denn es wird empfohlen, dass es für Cannabiskonsumenten dann auch ein striktes Alkoholverbot am Steuer gibt. Begründet wird dies mit den besonderen Gefahren, die durch Mischkonsum entstehen. Und jetzt genau zuhören. Pass jetzt und in Zukunft extrem gut auf. Denn die ganzen Vorschläge zum Straßenverkehr
Verkehr sind noch in der Schwebe und müssten vom Gesetzgeber erst umgesetzt werden. Und das wird wahrscheinlich nichts mehr vor dem 1.4. Und bis dahin gilt die alte Rechtslage. Und die lautet: kein Cannabis im Straßenverkehr. Sobald es aber Konkreteres gibt, gibt es vielleicht nochmal ein Follow-up. Schaut auch mal in die anderen Videos, wenn ihr allgemein über die neuesten Entwicklungen in unserem Rechtssystem informiert sein wollt. Haltet die Ohren steif und bis demnächst und denkt immer dran, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann, ciao.